Ich bin gerade am Ziel angekommen. Ist auf jeden Fall ganz nice hier. Ich musste mich gerade noch da hinten durch die Büsche schlagen. Mit meinen knapp 20 Kilo Gepäck, die ich euch jetzt mal zeige. Das hier auf dem Rücken und eine Menge Taschen am Fahrrad. Alles mal zum Testen für meine große Dänemark-Tour, die hoffentlich nächste Woche startet. Auf jeden Fall ganz nice hier und ich denke mal, ich werde hier ohne Hängematte schlafen, da hier keine Bäume sind und ich habe keinen Bock da hinten in den Bäumen zu pennen, sondern direkt am Wasser. Vielleicht kriege ich aus meiner Hängematte ja irgendwie das Moskitonetz über die Isomatte gespannt, dass mich die Viecher nicht so abfacken, aber hier ist es echt schön und ich werde mir jetzt erstmal was kochen. Geil. So, während mein Essen hier vor sich hin köchelt, gehe ich jetzt mal eben Feuerholz sammeln. Oh, ein richtiges Feuer haben hier. Mmm, lecker. Nudeln mit Fleischbällchen. Ich hatte viel Glück hier, weil anscheinend hat die Flut hier eine ganze Menge Totholz angespült. Das muss man jetzt nur noch aufsammeln. Klein machen und fertig. Da hinten liegt noch viel mehr. So, muss jetzt leider doch ein normales Feuer machen, weil der Gaskocher ist leider undicht. Muss ich vielleicht erstmal reparieren, aber gut, dass ich es getestet habe, bevor ich nach Dänemark gefahren bin. Aber so macht es eigentlich auch mehr Spaß. Essen ist auch fertig. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber da hinten sieht es böse nach Regen aus. Tja, ich habe keine Bäume. Da hinten könnte ich so mein Nachtlager aufschlagen, aber eigentlich will ich am Wasser bleiben. Ich hoffe einfach mal, dass das vorbeizieht. So, es hat offiziell gerade gedonnert. Und ich habe mir ein provisorisches Zelt gebaut.
aus meinem Fahrrad und Tarp. Ja, will jetzt doch nicht so mega nass werden und die Technik und so muss auch nicht unbedingt sein. Ich räume jetzt alles da drunter und hoffe, dass es vorbeizieht, weil ich glaube, so schlimm ist es nicht, aber naja. Warten wir mal ab. So, erste Nacht im Freien und es regnet mal direkt. Ich sitze hier eingeengt unter meinem Tarp, geknickt mit meinem Fahrrad. Ich hoffe, es hört gleich wieder auf. Mal gucken. Ja, moin. Eieiei. Ganz schön viel Sache hier über mir. Ist jetzt völlig trocken. Mal gucken, wie lange noch. Okay. So, ersten Gewittersturm überstanden. Hier steht ganz gut das Wasser. Aber ich bin trocken, meine Sachen sind trocken. Und das Feuer brennt auch noch. Ich weiß nicht, ob ich mich gleich wieder umziehen soll und das alles mal ordentlich aufbaue, weil da kommt wohl noch was. Mal gucken. Zweites Abendessen, noch mal eine Dose Ravioli und danach geht's ab ins Bettchen. Sehr dunkel und da hinten sieht's schon wieder nach Regen aus. Na, mal gucken, wie die Nacht wird. So, ich liege jetzt im Bett. Das ist mein Schlafsetup für heute Nacht. Nehmen wir mein Fahrrad. So, wir haben 3.15 Uhr. Es war alles klitschnass. Ich konnte nicht mehr pennen. Und bin aufgestanden, hab den Scheiß hier abgebaut. Grob. Und mach mir jetzt ein Feuer, weil mir ist kalt. Ah. War vielleicht nicht die beste Idee. Ohne Hängematte. Ohne richtiges Tarp und dann regnet es auch noch voll. Außerdem fliegen ja andauernd seit irgendwie 0 Uhr Flugzeuge vorbei, was auch mega nervig ist. Naja, was lernen wir daraus? Das nächste Mal auf jeden Fall nicht in der Einflugschneise pennen. So, 5 Uhr morgens. Die Sonne geht langsam auf, dauert aber noch ein bisschen. Das Feuer brennt. Ein bisschen früh auf jeden Fall, nicht ganz meine Zeit. Aber man sieht mal ein paar schöne Sachen, die man sonst nicht sieht. Jetzt den Nebel. Und mein Zelt. Lager ist auch schon halb auseinandergebaut, sind trocken und vorbereitet. Ja, ich werde hier, denke ich, mal noch was chillen. Vielleicht gleich sogar noch mal schwimmen gehen oder so. Frisch machen. Ja. Ist ganz schön kalt. Aber das Feuer rettet mich.
So, jetzt wird hier erstmal ein kleiner Tee gekocht mit Wasser aus dem Fluss. Und ich hau da gleich ein paar Brennnesselblätter rein und einen schwarzen Tee. Bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Brennnesseln sollen ja relativ gesund sein. Und hier wachsen überall welche. Ich musste dahin, ja, durch dieses riesige Brennnesselfeld, um hier hinzukommen. Also daran mangelt es schon mal nicht. Boah, das Wasser kocht, glaube ich, schon mal. Oh ja. Lass das aber jetzt noch ein bisschen köcheln. Wegen den Bakterien im Wasser. Und dann mache ich mir einen Tee. Die Sonne geht gerade auf. Endlich. Echt schön aus hier. So. Gucken wir mal, wie das schmeckt gleich hier. Gute Brennnessel, Schwarztee. Da hinten kommt gerade eine Entenfamilie. Mal ansneaken. Alles zum Trocknen aufgehangen. Dann kann es gleich nämlich irgendwann weitergehen. Ich trinke jetzt noch meinen Tee aus und esse noch zwei Eier. Und dann geht's weiter. Mal gucken, wohin. Vielleicht nach Hause, vielleicht auch noch eine Nacht. Mal schauen. Also von den Brennnesseln schmeckt man jetzt nicht wirklich viel. Schwarzer Tee. Schmeckt viel zu stark. Hart. Ja, ich gucke jetzt mal, wie tief das Wasser hier ist, weil wenn ich da hinten durchgehe, durch den Tau, bin ich wahrscheinlich mehr nass, als wenn ich hier durchgehe und vorher die Schuhe ausziehe. Ich glaube, da oben ist nämlich auch ein Weg. Habe ich gestern Leute gesehen. Also werde ich, glaube ich, einfach mal hier durchlatschen und auschecken. Da ist auf jeden Fall zu tief, da komme ich nicht durch. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas ist, aber das ist auch eher schwierig. Hier ist voll die Strömung. Hier ist auf jeden Fall auch gut tief. Ich will nicht durch dieses scheiß Grünzeug da durch. Ich glaube, fast keiner mehr weg. Das wird nicht
besser hier. Und hier liegen nur Scherben, ich gehe hier barfuß lang. Perfekt. Nee, danke. Scheiß Menschen. Oh. So, ich mache mich jetzt erstmal auf den Nachhauseweg. Ich habe einfach viel zu viel Zeug dabei und das ist echt unnötig. Ich wollte eh nur testen, ob es überhaupt klar geht mit dem ganzen Kram, und es geht klar. Und ich bin gerade nochmal durch das Feld gesteppt und bin klitschnass vom Morgentau. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Schuhe sind auch komplett durchnässt. Ja, jetzt geht's erstmal nach Hause und dann mal schauen, wie es weitergeht. Aber auf jeden Fall nächste Woche nach Dänemark. Ja, Mann. Ja, mein Fahrrad ist offiziell Instrument geworden.